grüße euch hier wieder zurück oder neu auf dem Kanal. Und zwar geht es um ein paar Fragen, die reinkamen. Und die habe ich so ein bisschen, möchte ich versuchen zu verknüpfen mit Impulsen, die ich selber noch gerne mitgeben würde, weil ich sie wichtig finde, einfach mal ein bisschen drauf zu achten. Es geht eigentlich so darum, warum ist denn immer diese Discard-Phase bzw. der ganze Nachgang, sogar als wäre nicht die Trennung eh schon schlimm genug, ja, dieses ganze Nachspiel mit meistens extremen Rosenkriegen und so weiter, purer Vernichtung. Warum geht das eigentlich so ab? Was spielt sich da eigentlich ab? Und was ist eigentlich, wie werden aber zum Beispiel auch öffentliche Schlammschlachten, wie jetzt zum Beispiel diese Verhandlungen zwischen Johnny Depp und Amber Heard, benutzt, um bestimmte verquere Weltbilder oder Narrative zu stärken und das eigene Image wieder aufzupolieren? Ja, weil das finde ich nämlich besonders übel und besonders manipulativ, und das möchte ich euch heute auch noch mal so ein bisschen näher bringen, sage ich mal. Also viele von euch wissen das, kennen das. Also in jeder Beziehung ist natürlich eigentlich so, wenn sie endet, lernt man sich kennen, ne? So sagt man ja so. Aber das muss nicht immer eben, das kann auch ganz anders ablaufen. Nur halt, wenn es wirklich toxisch war oder mit einem narzisstischen Partner, dann schlägt das Ganze ja immer so komplett um. Beziehungsweise, es ist halt aufgrund dessen, dass wenn du nicht für sie bist, bist du gegen sie, dann geht es halt richtig ab. Und es kommt auch immer darauf an, inwieweit Kränkungen passiert sind oder wie stark die sind, beziehungsweise auch inwieweit du ein Angriff sein könntest auf dieses falsche Selbst, auf dieses Ego, auf diese ja, tadellose Fassade, die im Außen eben präsentiert wird, weil dann kannst du dir sicher sein, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr ungemütlich. Weil die wird natürlich immer gepampert und da wird sehr viel Energie reingesteckt, dass das bloß nicht bröckelt oder irgendwie ja, zu Fall gebracht wird. Ja. Man muss sagen, und das sieht man ja jetzt auch wieder an dem öffentlichen Prozess, und das würde ich auch mal da nochmal so ein bisschen dran appellieren, das im Hinterkopf zu behalten, es geht halt auch sehr stark darum, Images wiederherzustellen oder aufrechtzuerhalten. Plus es gibt einfach eine massive Supply. Ich meine, jetzt gerade hier die ganze Welt redet darüber, obwohl das eigentlich ja ein ganz, ganz armes, trauriges Bildnis einer kaputten Beziehung ist. Und irgendwie haben sie es trotzdem geschafft, dass da so viel Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird. Natürlich ist es auch spannend und ja, aber es ist ja eigentlich schon richtig übel. Jetzt in diesen nicht prominenten Beziehungen ist es ja auch häufig so. Und eben zum einen gibt es extreme Supply, neben dem, dass es mit Narzissten ja immer diesen extremen Machtkampf gibt und sie natürlich ja Machtkontrolle, Geld, den anderen ausnehmen und so weiter anstreben. Es ist aber auch eine Form wieder, also eine Möglichkeit, einfach so eine Zusatzoption mal wieder über einen verlängerten Arm, über eine öffentliche Instanz weiter zu missbrauchen. Leute eben klein zu halten und das als ihr Folterwerkzeug, als ihre Waffe, als ihr Schwert, als ihren Hammer zu benutzen, um da eben ja, die Leute eben auf der anderen Seite fertig zu machen oder eben verstummen zu lassen. Deswegen braucht man da wirklich einen kühlen Kopf, beziehungsweise muss sich eigentlich mit der bitteren Realität so abfinden, dass es eigentlich richtig übel einhergeht und das natürlich nach Strich und Faden gelogen, verdreht, gegaslightet wird, wie in der Beziehung halt eben letztendlich auch. Es ist auch im Kleinen eigentlich ein Replay, eine Reproduktion der ganzen Beziehung letztendlich. Das heißt, man muss sich nicht wundern, wenn man halt aufs Übelste beschämt wird und auch irgendwie die lächerlichsten Manöver gefahren werden und man kennt es ja, alles halt verleugnet wurde oder verleugnet wird, was vorher zugesagt wurde und so weiter, in Abrede gestellt wird. Man kennt es ja, also das Ganze halt, diese ganzen Verschleierungstaktiken und so weiter. Deswegen würde ich auch im Vorfeld nochmal dazu raten, also wenn man jemand kennenlernt oder so und man stellt halt fest, also da würde ich auf jeden Fall immer darauf achten, nicht nur, wie wird über Ex-Beziehungen, Personen irgendwie gesprochen, sondern kristallisiert sich daraus, da ist irgendwie so eine Schneise der Verwüstung oder es gibt irgendwie ständige Prozesse und irgendeinen Terz und
Ja, interessant natürlich, auch hier drauf zu achten. Man kennt es ja, es gibt ja gerne dann so die Opferrolle, die dann verkörpert wird, und die ist natürlich nicht immer so, ja, nicht immer so plakativ direkt, sondern das kommt natürlich so ein bisschen daher, wie kann eben auch in dem Gewand daherkommen, wie, ja, also ich bin jetzt der transformierte Co-Abhängige, und jetzt muss ich mich schon wieder gegen diese haltlosen Anschuldigungen irgendwie verteidigen und dafür mich einstehen und so weiter. Und unter diesem Deckmantel wird dann halt sozusagen, ja, werden unliebsame Kontrahenten, was eben dann leider meistens irgendwelche Ex-Partner oder so andere Bezugspersonen sind, schikaniert, drangsaliert, ja eben versucht auszuschalten, versucht stumm zu kriegen und vor allem auch nachhaltig zu zermürben. Ja, also das ist ja wirklich auch dieses psychische Brechen, dieses so lange im Prinzip mit so einem eben wie ein Beutetier rumzujagen und eben dann mürbe zu machen, dass bis halt die totale Erschöpfung da ist und der andere natürlich dann irgendwann auch kapituliert und sagt, ja, okay, es hat keinen Sinn mehr. Ja, und da würde ich aber eben so ein bisschen drauf achten, weil da kann man sich sehr, sehr viel ersparen, wenn man gleich am Anfang zuhört. Denn es ist so, sie reden sehr oft, sagen sie, wer sie sind. Man muss nur ein bisschen wach bleiben und und ein paar Sachen einfach so ein bisschen umdrehen. Ja, dann kriegt man schon relativ viel mit. Wie ich eben gesagt habe, es ist so ein bisschen, wenn es zu diesen ätzenden Verhandlungen und so weiter kommt, ist es ein bisschen ein Replay von der gesamten Beziehung. Das heißt, es geht eben, es werden schwere Schüsse aufgefahren. Es ist auch häufig so, dass, und das ist eben sehr interessant, weil da kommt wieder diese Bewusstheit auch durch, dass es, wenn sie schon den Braten ein bisschen riechen oder sie haben eine Ahnung, dass sie da vielleicht jemanden vor sich haben, der sich wehren könnte oder der vielleicht nicht alles so einfach stehen lässt oder so. Dann gibt es auch gerne mal schon im Vorfeld eine Drohung, so nach dem Motto, also wenn das Ganze schon in die Binsen geht, so ja, wenn du das und das versuchst, dann mache ich dich fertig und so, dann zermürbe ich dich und drohen auch immer schon gerne mit Anwalt und so, da würde ich auch mal drauf achten, ja. Ach so, was ich noch vergessen habe, aber gut, das habe ich schon öfter gesagt, ne? Das sollte man jetzt hier vielleicht bei dem öffentlichen Prozess auch mal im Kopf behalten. So, ich spreche da keine Diagnosen aus, um Gottes Willen, das kann man ja eh nicht, aber es ist so, dass die Partner von Narzissten auch nicht immer die friedlichen Lämmchen sind. Die haben häufig, manchmal haben sie selber narzisstische Anteile, muss man ganz klar sagen. Oder aber sie stecken halt sehr tief im Trauma und das äußert sich dann manchmal auch dieses posttraumatische Belastungssyndrom und so weiter. Das kann sich ähnlich äußern. Das ist nämlich auch manchmal tricky. Ja. Das muss man dann halt irgendwie aufdröseln. Das ist schwierig. Oder haben Sie eine andere Thematik? Natürlich ist es manchmal auch so, dass der narzisstische Part sich gezielt so ein bisschen Dummnaive sucht und die dann komplett über den Tisch zieht oder aussaugt. Das gibt es schon auch. Oder einfach sehr herzensgute Menschen. Ja? Also es gibt halt alle möglichen Konstellationen. Wollte ich nur noch mal darauf hinweisen. Aber zurück zur Bewusstheit. Also es kommt eben manchmal dann zu so einer Drohung von wegen, ja, versuch's gar nicht erst. Ne? Und das ist ja auch so interessant. Das ist ja eigentlich auch so, wie die ganze zweite Phase der Beziehung ist. Oder halt, wenn es halt sozusagen bergab geht und es geht in die Entwertung und dann kommen die Einschüchterungen und dieses totale Kleinmachen. Und da kommt dann eigentlich auch so nach dem Motto, ja, du hast eh keine Chance. Ne? Und eigentlich bibbern sie nämlich. Und wenn es dann nämlich doch jemand wagt, wenn es dann jemand von den Ex-Partnern oder sonst wie wagt, sich zu wehren in irgendeiner Form und das ja vielleicht auch noch auf nicht so eine gute Weise, dann kommt der absolute Hammerschlag zurück und ja, es ist so ein wie ein Angriff auf das Entitlement, so nach dem Motto, boah, du lässt mich jetzt nicht mit jedem Bullshit durchkommen, das geht ja gar nicht, ja, das wirst du büßen, ist ja voll die Frechheit, ja, weil sie dürfen ja alles, für sie gilt ja eigentlich nichts, ja. Und dann geht es eben richtig ab. Im Grunde ist es nämlich auch so, man sieht an diesem ganzen Vorgehen, an dieser Brachialität, also dieses Vehemente, dieses Unerbittliche und auch daran, dass dann diese Faustschläge, die dann zurückkommen, so
tausendfach potenziert sind, sieht man eigentlich auch die nackte Angst, die darunter liegt, ja. Und da wollte ich auch noch mal so ein bisschen Mut zusprechen, wenn ihr jetzt gerade da drin stecken solltet oder so. Klar, ich meine, es ist und bleibt ätzend und man braucht eigentlich wirklich auch dann einen Anwalt oder so, der sich mit dem Thema irgendwie auskennt und eben sehr viel dokumentiert am besten. Aber es ist und bleibt einfach definitiv eine ätzende Angelegenheit. Aber das nimmt dem Ganzen die Schärfe auch so und die Macht, wenn man sich das klar macht, ja, wenn man das auch sieht, was darunter liegt und dass sie eben oft auch die Buchse gestrichen voll haben, ja, dass halt auch irgendetwas von der Wahrheit nach oben kommt, nach oben dringt, gerade wenn sie so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen und auf diese Fassade eben sehr stark angewiesen sind, dann verteidigen sie dieses falsche Selbst bis aufs Blut. Drunter ist ja auch nichts, ne? Und da wird sehr vehement vorgegangen, da bleibt kein Helmchen mehr stehen. Dann geht es auch gleich bei diesen Rückschlägen dann um Unsummen Geld oder eben Mundtot und man muss dann weiß Gott was für einen Krankenkram unterschreiben und so weiter. Das ist halt dann, ja, da gibt es dann wirklich kein Pardon mehr. Und das wollte ich eben nochmal sagen, dass diese ganze Grundlage oder erinnern, diese ganze Grundlage dieser Manipulationstechniken, es ist letztens, es ist so ein Schutzwall, es ist so ein, immer ein Tool, um durch irgendeinen Drittkanal, Drittinstanz oder irgendetwas, ja, die Leute entweder in der Schleife zu halten oder eben weiter zu missbrauchen. Häufig ist es auch so, dass sie zwischen diesen Taktiken switchen. Also, dass man ja, das ist ja auch so ein Klassiker, das gehört natürlich auch zu diesem Word Salad und Crazy Making Taktiken. Also, dass praktisch manchmal blitzt dann noch so ein bisschen wieder Charming durch. Dann kommt wieder irgendwie sowas, wo man ja fertig gemacht wird. Dann kommt wieder so ein bisschen, ja, eben Imitation. Ja, also dann hat man es eigentlich geschafft. Das habe ich so festgestellt, wenn das immer so ein bisschen wechselt. Oder eben so die, ja, die pure Wut kommt dann durch am Ende, die Vernichtung. Ja, und ja, das ist eben letztendlich zeigt es diese ganze Ohnmacht, dieses komplette. Diese fehlende Kapazität, einfach natürlich auch dann in der Zeit der Wille einfach, aber eben auch diese Unfähigkeit, ja, Konflikte oder alles Mögliche, ja, Beziehungen, wirklich in Beziehung zu gehen. Also natürlich faken sie das dann gekonnt, wenn es um so Image-Vorzeigebeziehungen geht, die halt auch ihrer Position da dienlich sind, ja, aber es ist halt alles nur Fake. Schlussendlich können sie das eben genau das nicht in die Tiefe gehen, sich hinsetzen, Sachen ausdiskutieren, ausräumen. Ja, dafür haben sie einfach die Eier nicht und die Kapazität und den Willen nicht. Sich einfach mal verwundbar zu machen, ja, und halt selber angreifbar zu machen, das ist halt nicht drin, sondern dann benutzen sie halt diese Manipulationen. Damit kann man halt was erreichen, ohne selbst die Hosen runterzulassen, ja. Und das wollte ich halt nochmal daran erinnern, ja, dass es halt eigentlich eben diese Vehemenz und diese Härte ist ein großes Zeichen von der Schwäche, die eigentlich dahinter liegt, ja. Das Gleiche, was dann noch parallel passiert, ist natürlich, also indem sie den Faustschlag dieser Person oder halt einer bestimmten Gruppe zum Beispiel, um die irgendwie auszuschalten, entgegenbringen, versuchen sie halt parallel natürlich wieder Verbündete hochzuziehen, da wieder hochzupuschen und so weiter und mobilisieren dann immer mehr, ja, wieder Applaus, Fans und so weiter, um halt eben diese Fassade da zu pampern. Und um die anderen wieder so ein bisschen runterzudrücken, wird dann zum Teil auch, ja, werden dann wieder hanebüchene Vergleiche aufgefahren. Also es ist zum Beispiel so, jetzt gerade so die Narzissten auch ein bisschen in der Öffentlichkeit, die eben auf diese Fassade so angewiesen sind und denen auch die Aufklärung letztendlich ein Dorn im Auge ist, ja. Die kommen dann halt irgendwie in Vergleichen, das zum Beispiel mit der Red Pill oder so, ja. Und also so praktisch, das ist so ein bisschen so eine. Ja, so ein abschätziges Spötteln darüber, als so ein bisschen, ja, die leben da halt so in ihrer Bubble und ja, die haben halt so dieses, eben, die sind da so in ihrem Pulk von, ja, wir müssen jetzt die bösen Narzissten, die bösen Frauen, die bösen Männer, wir müssen die alle aufdecken und bekämpfen und so. Also es wird so ins Lächerliche gezogen, ne?
Und ja, wird halt quasi so eine Beschämung auch wieder gemacht, einfach um zu sagen, ja, das ist halt so eine freakige Gruppe, die ihr nicht ernst nehmen müsst, die halt keine Stimme hat, ja. Was jetzt nicht heißt, ne, ich meine, ich habe ja hier auch schon so meine Erfahrung gemacht, dass darunter nicht schräge Vögel sind oder selbst Narzissten und so weiter, gar keine Frage, aber ja, das halt so alles über einen Kamm zu scheren, jeden, der darüber irgendwas berichtet und so weiter, das ist halt so eine Beschämungstaktik und eben so, um das halt so für nichtig zu erklären und verstummen zu lassen, ja, und muss man nicht ernst nehmen und so. Parallel, und das ist eben aber auch interessant, wird sich dann, wenn es halt wieder gerade ins Bild passt und dem Image dienlich ist, wird sich der Gruppe auch wieder angenähert, beziehungsweise also es kann passieren, dass dann so eine Assimilation stattfindet, dass sie dann halt sehen, wenn zum Beispiel dann jemand dann schreibt, irgendwie von dieser Fraktion, ja, ich war so naiv und ich habe es ja nicht gecheckt und habe da einfach jedem vertraut oder irgendwie so. Und sie sehen halt, ah, das kommt gut an, das ist wieder so eine Phrase, die kann man selber einstreuen, um wieder irgendwie Applaus und Follower und ja, Anhängerschaft zu kreieren. Dann nehmen sie genau das Gleiche und coinen das auch die ganze Zeit wieder und auch im Broken Record, ah, ja, ich war ja so naiv. Und das ist ja spannend, ja, weil da ist ja dann praktisch das Konzept, was sie ja eigentlich in Abrede stellen, was sie ja kritisieren, was sie ja für idiotisch quasi abstempeln, das existiert ja dann wieder. Aber natürlich nur, wenn sie sich zu der Gruppe der Guten dazuzählen können, ja. Dann gibt es es plötzlich wieder. Ansonsten ist es ja so eine absurde Hexenjagd und ja, alles wieder irgendwie so eine haltlose Anschuldigung und auch wirklich so niederschwingend und das wollen wir jetzt nicht mehr und so weiter. Ja, genau. Generell ist es ja auch eh so, dass sie eben immer herumschnüffeln und ja, also immer simulieren, imitieren, was kommt wo gerade gut an und sich an, wo kann ich mich an wen wieder dranhängen, der noch mehr irgendwie Follower oder irgendwas hat. Alles nur um diese. Ja, um diese Fake-Fassade halt da aufrecht zu erhalten. Das ist eigentlich schon ziemlich krass. Wie schon gesagt, diese Taktiken switchen eben. Auf der einen Seite wirst du dann komplett verleugnet, auf der anderen Seite wirst du dann komplett kopiert. Je nachdem wird noch mal ein bisschen Charming, was früher so funktioniert hat, reingeschleust, was halt, wenn sie noch irgendwas von dir wollen oder dich halt doch noch in der Schleife halten wollen, so. Und oder eben dann so die Totalvernichtung. Und das kommt dann eben auch gerne, diese Sabotagen hintenrum durch Flying Monkeys und so weiter, wirst du dann sukzessive versucht zu destabilisieren, zu zerstören. Ja, und auch ihre niedere, miese Gemütslage, die halt unter der tollen Fassade ist, ja, die soll halt dir übergestülpt werden. Das sollst du alles fühlen und so weiter. Was ich auch noch sagen wollte. Ich wollte das jetzt so ein bisschen noch verknüpfen mit diesem öffentlichen Prozess, beziehungsweise da werden halt, ja, solche Schlammschlachten werden halt auch gern verwendet oder einfach solche öffentlichen Gegebenheiten, um das eigene verdrehte Weltbild, also Entschuldigung, aber teilweise sehe ich es einfach so, verquere Weltbild zu propagieren und da halt irgendwie die Massen wieder blind hinterherlaufen zu lassen. Deswegen wollte ich auch noch mal sagen, ja, denkt doch bitte selber mit. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Hört nicht auf zu denken, weil das sieht man an so vielen Stellen irgendwie, dass das gelingt, dass dann nur so ein paar Marktschreier irgendwelche Dinger raushauen. Und ich weiß nicht, die Meute läuft blind hinterher und man denkt sich einfach nur noch, das kann doch einfach nicht wahr sein. Es ist übrigens so, dass zum Beispiel, wenn dann die Red Pill so ein bisschen belächelt wird oder auch so in den Topf geworfen wird, dass eigentlich insgeheim sich gerne an diesen Taktiken bedient wird, mitunter, gerade so natürlich von den narzisstischen Menschen, die sind ja gern auch mal so mittelprächtig im Pickup unterwegs, aber dann ist es halt so, je nach Position kommt es halt dann nicht so gut an, wenn sie je nachdem halt ein Klientel bedienen oder ein zahlendes Klientel haben, zum Beispiel von überwiegend Frauen oder so. Ja, dann kommt es halt nicht so gut, wenn man da mit der Red Pill sympathisiert. Deswegen wird sich dann so vordergründig davon distanziert. Aber eigentlich wird es halt gerne an verschiedenen, über verschiedene Kanäle bedient und eben halt angewendet, ja, und eigentlich auch insgeheim befürwortet. Aber es darf halt keiner wissen, so ungefähr, ja. Und
Ja, also ich wollte da auch noch mal sagen, es findet so ein bisschen etwas statt, wenn man sieht das auch innerhalb dieses Prozesses jetzt zum Beispiel. Also ich will inhaltlich gar nicht so viel dazu sagen. Ich denke, dass da beide keinen Blumentopf gewinnen, also bei diesem Johnny Depp Amber Heard Ding. Und ich glaube auch, dass beide in ihrer Not sind irgendwo und beide ihre Themen haben so. Und ja, ich finde halt nur ein bisschen schräg, was daraus gemacht wird. Und das wollte ich eigentlich so ein bisschen näher bringen, ja. Und ja, dass halt so quasi diese Story, dieses Narrativ von ach und immer diese Hexenjagd auf die Männer und schon wieder muss man sich gegen haltlose Anschuldigungen verteidigen und so weiter. Und die Frauen, ach, die müssen sich ja gar nicht verantworten, die stehen ja immer wie die Engel da und so weiter. Und ja, weiter auf die Spitze getrieben wird es dann eben noch unter anderem mit so Knüllern wie, ja, der arme Johnny, ne? Also er musste ja saufen, er musste ja Drogen nehmen, sonst hätte er die Alte ja gar nicht ertragen und so weiter, ne? Und das sind dann eben die gleichen Kandidaten, die ständig irgendwie über die Unterverantwortlichkeit der Frauen rumlamentieren, ja? Also da darf jetzt wieder mal jeder den Fehler im Bild suchen. Das finde ich halt übelst schräg und ja, also. Da stimmt ja irgendwas nicht, ne? Und das sind halt so Sachen. Und man sieht ja auch zum Beispiel, und das darf man ja eben auch nicht vergessen, innerhalb dieses Prozesses, dass natürlich einen krassen Bias gibt, ja? Wer denn jetzt gerade, ja, wer von wem angeheuert wurde und somit quasi zugunsten oder zu Lasten der anderen Partei halt eben aussagen soll, ja, ist ja logisch. Das ist ja eine krasse Verzerrung allein schon. Es gibt ja kaum unabhängige Quellen oder so, ja. Und deswegen, also ich will jetzt das gar nicht umdrehen. Ich will auch gar nicht sagen, irgendwie, was weiß ich, die Amber Heard ist ein Unschuldslamm und sonst irgendwas. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die was von diesen Störungen hat, zum Beispiel. Das kann ich mir schon gut vorstellen, wobei ich jetzt auch gar nicht mal sagen würde, was er dann noch alles hat, ja. Also das steht ja auch mal auf einem anderen Blatt. Und ich will auch gar nicht das Ganze umdrehen und sagen, zugunsten der Frauen irgendwie auslegen, ja. Wobei ich schon der Meinung bin, dass es eben ja genug Beispiele gibt, gerade ja auch das Thema Vergewaltigung und so. Also ich will das Fass jetzt nicht aufmachen, aber wo den Frauen gar nicht geglaubt wird oder die als irre hysterische abgestempelt werden, ja, auch von anderen Frauen, ja. Deswegen, also glaubt nicht, dass ich da irgendwie jetzt wegen den Geschlechtern das irgendwie dafür sprechen würde oder sonst irgendwas. Also ich weiß ja genau, ich wurde ja hier auch schon übelst von den ja, engelsgleichen Gutmenschen von Bullabü und so weiter derbe attackiert. Also und die sind halt eigentlich total die Giftschlangen, ja. Also das gibt's unter den Frauen, das gibt's unter den Männern. Und wie gesagt, die schließen auch manchmal Verbände, wenn es halt ihnen irgendwie nützt, ja. Ich will damit nur sagen, ich finde es in jede Richtung irgendwie deplatziert. Und letztendlich waren wir bei all dem nicht dabei. Und natürlich darf man sich ein Bild machen und so weiter. Das ist alles auch legitim. Ich finde nur gefährlich, dass halt die Leute auch nicht mehr wirklich selber denken und dass das dann schnell in so einen Hetzstrom abgleitet. Oder halt eben, wenn dann einer irgendwie da seine Meinung propagiert und so weiter. Und ja, oder eben es dann auch noch so auf so eine schräge, hochmanipulative Weise nutzt, um so ein Narrativ zu stärken von, ja, ach, die armen Männer schon wieder und immer diese haltlosen Anschuldigungen und da werden die Männer jetzt auch wieder zum Opfer und so weiter. Vielleicht ist es zum Teil so. Wir wissen es aber im Detail nicht wirklich. Und das finde ich eben das Schlimmste daran oder das Dreckigste auch irgendwo daran, das nutzen halt gezielt narzisstische Männer jetzt in dem Fall, die halt wirklich Dreck am Stecken haben und die halt wirklich nur rummanipulieren und viel missbräuchliche Aktionen schon abgeliefert haben, um sozusagen auch wieder vorzubauen, ja. Also stärken dieses Narrativ, machen dadurch daraus so einen Präzedenzfall, so eine Steilvorlage als eben Imagepolitur, um quasi vorzubauen und zu sagen, ja, schaut, so geht es nämlich zu in der Welt. Und sollten wieder einmal aus dem Nichts, ja, haltlose Anschuldigungen, falsche Anschuldigungen gegen mich, Vorwürfe gegen mich auftauchen aus dem Nichts, dann wisst ihr ja Bescheid, ne? Dann gehöre ich auch zur Gruppe der zu Unschuld Angeklagten.
und muss mich dann hier verteidigen. Und ihr seid ja dann schön hier meine Crowd und wisst dann Bescheid und verteidigt mich dann, ne? Weil das ist, kommt alles aus dem Nichts, ja. Und das finde ich halt das Üble und das Perverse. Und das wollte ich hier mal so ein bisschen, dafür wollte ich hier mal so ein bisschen sensibilisieren. Ja, weil das finde ich halt so ein bisschen daneben. Manchmal ist es nämlich so, dass die einzige falsche Anschuldigung ist, dass es eine falsche Anschuldigung ist und du kannst das eben nur nicht beweisen. Gerade von narzisstischen Menschen oder eben die so auch, ob sie jetzt nun noch ins Borderlineige gehen, ob sie nun ins Psychopathische sogar tendieren, ins Maligne, ja, die haben diesen oberflächlichen Charme. Und sind auch gerade, wenn sie jahrelange Übung darin haben, Menschen abzuziehen oder halt eben ja in diese manipulativen Beziehungen einzuwickeln und dann aber am Ende halt abzuziehen, über den Tisch zu ziehen, sind sie da sehr geübt, ja, und das darf man halt nicht vergessen. Und da finde ich halt wichtig, immer zu differenzieren und zu gucken, welchen Bias gibt es denn jetzt zum Beispiel. Welche Verzerrungen gibt es innerhalb von so einem Prozess und welche gibt es vielleicht auch bei den Leuten, die darüber reden, ja? Und was haben die auch wieder für eine Agenda dahinter, um das irgendwie rauszubringen? Ja, ich hoffe, ihr konntet mir da jetzt folgen und schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Tschüss!